So, meine Damen und Herren, Sie wissen, wir haben ihn schon einmal hier gehabt. Wir haben einen Mitarbeiter, der bei uns in der Redaktion arbeitet und der ist sehr kamerageil. Ja? Der möchte eigentlich würde er die Sendung gerne selber machen. Ja? Er kann es aber nicht. Ja? So. Und er tut sich immer wieder hervor, er spielt sich auf, er kommt immer wieder bei mir ins Büro rein, sagt, guck mal hier, ich habe was ganz Lustiges zu drehen. Und im letzten Mal habe ich gesagt, okay, ich gebe dir eine Chance, wir zeigen das dem Publikum und das Publikum hat die Möglichkeit, in der Sendung abzustimmen. Ja? Es ist deine letzte Chance. Ja? Wenn das Publikum sagt, das war gut, ja, dann kriegst du noch eine weitere letzte Chance. Und beim letzten Mal hat das Publikum gesagt, ja, das war gar nicht so schlecht. Günni kriegt, so heißt er nämlich, Günni kriegt noch eine Chance. Ja? Und dann ist Günni wieder unterwegs gewesen, hat was gedreht mit seiner Kamera. Und ja, ich glaube, es würde Ihnen nicht gefallen. Ich möchte Sie nicht beeinflussen, meine Damen und Herren. Es ist absoluter Müll. Ja? Und lass uns mal erstmal Günni rausholen. Günni, komm mal rein. Der Günni, meine Damen und Herren. So, Günni. So, das ist der Günni, meine Damen und Herren. Und letztes Mal hat er, und das war der Auslöser, letztes Mal hat er über die Ferien mit seiner eigenen Kamera auf eigenes Risiko einen Beitrag gedreht. Das hat dem Publikum ganz gut gefallen. Du hast es ja so gerade geschafft, du bist nochmal über die Klinge gesprungen. Ja, ja? Und deswegen heute eine weitere letzte Chance. Sie gucken sich das an, wenn Sie sagen, das war lustig, ja? Dann können Sie gleich dafür abstimmen. Und dann, schönes Bild von dir übrigens. Ja. Wow, was ist das für Augen? Dann können Sie gleich dafür abstimmen, wenn Sie sagen, fanden wir totalen Müll, ja, dann darf Günni es nie mehr wieder machen und muss weiterhin als Blasehase arbeiten, ja, was er vorher hier auch getan hat. So, Günni, dann bin ich mal gespannt. Ja. Was hast du diesmal gemacht? Ich habe gefragt, ob es problematisch ist, wenn Politiker homosexuell sind. Wobei die Frage nichts mit den Aktionen in Wahrheit zu tun hat. Ach so, die Frage selber ist gar nicht das Lustige dabei. Nein, das Lustige soll die Aktion sein. Ach also so. Die Leute sollen denken, jetzt passiert etwas Seriöses, ja, und lassen sich darum auf. Und dann, wenn wir das gleich sehen, lachen wir uns alle dermaßen kaputt. Ja, hoffentlich. Ja. Ja. Ich möchte nicht beeinflussen, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich den Dreck einfach an. Finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Nein. Es ist so, das ist ein anonymes Interview. Ich würde Ihnen einfach einen schwarzen Balken vor die Augen halten, nicht irritiert sein. Ja? Okay. Ja, das ist okay. Ja, Sie sind der Herr? Arg. Alles klar. Ja. Okay, Herr Arg. Finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Nein. Nein, finde ich nicht politisch. Ne? Ja. Ja. Das hat ja nicht, das hat ja nicht Sie vielleicht, können Sie vielleicht, die, der Balken ist zu klein, die Hand vors Gesicht halten zusätzlich? Das wäre sehr nett. Ach so, ja, selbstverständlich. Ja, nee, Ihre Hand. So, genau, und ich halte den Balken einfach so. Ja. Also finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Nein, überhaupt nicht. Können Sie vielleicht auch die Stimme ein bisschen verstellen? Geht das? Also ein bisschen tiefer oder dunkler machen? Das geht. So, super. Ja, okay. Nochmal höher, dann haben wir's. Nein, überhaupt nicht. Höher geht nicht? Nein. Nein, überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Super. Am unerkanntesten wären Sie natürlich, wenn wir das hinter der Plakatwand machen würden. Ja, guck mal doch. Ja, ich hab so. Also im Prinzip müssen Sie sich einfach nur hier runterknien, dass man Sie nicht sieht. Einfach hinter diesem, ja? Okay, wunderbar. Ja. Also ich stelle Ihnen die Frage nochmal, ja? Ja. Finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Nein, finde ich nicht. Denn die Homosexualität hat ja wohl nichts mit der Aussage eines Politikers zu tun. Am besten, dass man wenig vom Gesicht sieht. So ist super, perfekt. Finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Politiker? Ja. Aber ich meine, der Dings, der macht das doch eigentlich ganz gut da in Berlin. Der da öffentlich erklärt hat, dass er homosexuell ist. Man sieht noch ein bisschen zu viel, die Tüte vielleicht noch ein Stück. Ja, ja, so ist gut. Finden Sie es problematisch, wenn homosexuelle Politiker werden? Nein, auf keinen Fall. Hauptsache, die machen anständige Politik, sonst nicht. Ich fasse das nochmal zusammen. Dieser Herr ist der Auffassung, dass Homosexuelle nicht Politiker werden sollten. Nein. Die sollten sie ja, die Amte ausüben. Ich sage, Hauptsache, die machen nur eine anständige Politik. Dann habe ich es falsch verstanden, wiederhole ich es nochmal. Also, ich fasse es nochmal. Ich fasse das nochmal zusammen. Dieser Mann ist der Auffassung, dass Homosexuelle in der Politik nichts verloren haben. Nee, doch. Dann habe ich es echt. Sie verstehen mich schon wieder zweimal falsch. Nee. Ich fasse es nochmal zusammen. Diese Dame findet es also problematisch, wenn Politiker homosexuell sind. Nein. Ach so, nicht? Nicht. Ah, Entschuldigung, fasse ich nochmal neu zusammen. Ja. Diese Dame findet also, dass Homosexuelle in der Politik nichts zu suchen haben. Da habe ich nicht gesagt. Was
So. Ich habe gesagt, ich finde es nicht komisch. Also es kann sein, so, sie dürfen noch homosexuell sein. Nee, dann ist es vielleicht besser, mein Kollege stellt Ihnen die Frage nochmal, ja? Ach so, ja. Finden Sie das problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Nein. Finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Weniger soll jeder wissen, was er meint. Ja. Jetzt habe ich noch eine kurze Bitte. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Ich bräuchte noch eine zweite Meinung von einer anderen Person. Könnten Sie sich vielleicht einfach den Schnurrbart anziehen? Dann stelle ich Ihnen die Frage nochmal. Einfach so drüber. Genau. Vielleicht können Sie die Stimme ein bisschen verstellen, dass man nicht merkt, dass Sie der gleiche sind. Ja? Finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Jeder sollte machen, was er für richtig hält. Ja. Und dann haben wir vielleicht noch eine dritte Person, einfach die nochmal anziehen. Vielleicht können Sie auch jetzt die Meinung mal andersrum formulieren, weil ich kenne Sie ja jetzt eh nicht mehr. Dass Sie vielleicht einfach sagen, ich finde das nicht so gut oder so. Ja? Okay. Finden Sie es problematisch, wenn Politiker homosexuell sind? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, meine Damen und Herren, Jungs, letzte Chance. Ja, du merkst natürlich, das kommt nicht so richtig an bei den Leuten. Okay, ja. So, meine Damen und Herren, Sie können jetzt abstimmen, wenn Sie sagen, ja, von mir aus, der darf das nochmal machen. Es gibt nochmal Günnis letzte Chance demnächst, dann drücken Sie die 1. Sie haben da Ihre Geräte an den Sitzen liegen, ja, genau. Wenn Sie sagen, ja, der Günni darf das nochmal machen, drücken Sie die 1. Wenn Sie sagen, nein, so eine Scheiße will ich in meinem Leben nicht nochmal sehen, dann drücken Sie bitte die 2. Drücken Sie bitte jetzt, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, ich glaube, es wird sehr knapp. Ja, ja, möglich. Dass das Publikum hier nicht über dich herfällt und dich zusammenschlägt, ist eigentlich alles. Ja? So, dann schauen wir mal, können wir das Ergebnis abfahren, wenn Sie alle gedrückt haben? Bin ich gespannt. Chance, dann kannst du wieder losgehen mit deiner kleinen Kamera. Okay. Und dann bin ich gespannt, was du uns das nächste Mal bringst, wenn es dann wieder heißt, Günnis letzte Chance. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt die ProSieben-Reportage. Da das Möbelhaus, Küche, Schränke und Kinderzimmer. Tolle Reportage, müssen Sie sich unbedingt angucken. Und morgen bei uns Mr. Germany. Wieso, der sitzt doch jeden Abend hier. Ja, Ralf Schulz heißt er, ist morgen Abend bei uns zu Gast und vieles mehr. Also, bis morgen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.